es ist wie nach Hause kommen, weil ich seit Anbeginn Baden-Badens, dieses wunderbaren Saals, dabei bin. Damals bin ich ja auch immer wieder wegen meiner Freundschaft zu Lothar Späth und dann jetzt natürlich wegen meiner sehr engen Verbindung zu Andreas Müllig-Zephauser von Anfang an dabei gewesen. Und ob ich zeitgenössische Musik spiele, Kammermusik oder mit einem großen Orchester wie heute mit dem London Philharmonic und dem wunderbaren jungen Dirigenten Robin Ticciatti, das ist ein sehr aufmerksames Publikum, ein sehr genau zuhörendes Publikum, und das macht dann immer Freude, weil man in so einer Situation Musik auch wirklich aus der Stille rausholen kann. Den Schal übrigens, ohne Witz, den kann man bestellen. Da gehen nämlich 10 Euro an Kinder in Syrien. Das ist eine Aktion von Brigitte, die ich letztes Jahr schon unterstützt habe. Und wollte nur darauf hinweisen. Ich müsste eigentlich Handschuhe tragen, aber meistens vergesse ich die oder ich verliere sie oder ich habe sie im Koffer. Aber stimmt, Handschuhe wären schon nicht schlecht. Im Januar spiele ich ein Programm, das große Epochen durchwandert. Also wir spielen die große Ado-Mozart-Sonate vor der Pause. Das ist eine der drei letzten großen, relativ späten Sonaten von Mozart. Wir bringen ein zeitgenössisches Werk von Sebastian Carrier ganz am Anfang mit dem Titel Clockwork. Das ist wirklich total spannend, weil verschiedene Rhythmen und Zeitebenen im Klavier, also Lambert hat teilweise, mein Pianist Lambert Orges hat teilweise 3 Rhythmen in 2 Händen. Und es ist ein sehr witziges Stück, wahnsinnig gut geschrieben, irrsinnig schwierig. Nach der Pause haben wir dann, wenn ich mich richtig erinnere, weil wir haben nämlich 2 verschiedene Rezitalprogramme, und in Baden-Baden, meine ich, spielen wir Poulenc und Ravel. Und dann Saint-Saëns, das große Ronde Capriccioso. Also die zweite Hälfte ist sehr französisch. Und am Ende, ja, wie nach einem sehr schönen Diner, gibt es ein Dessert, und das ist dieses irrsinnig virtuose Glanzstück von Saint-Saëns, dem großen französischen Organisten, aber eben auch dem großen Geiger übrigens, Pablo Sarasate.